Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einer neuen Folge hier in New World. Und heute starten wir mit dem Musketier, mit dem Musketen-Skillbaum. Wir schauen uns an, was die Knifte so kann und wie die Talente so sind und ob das Ding genau das Richtige ist für dich und ob das Ding auch Spaß macht. Also gehen wir mal rein hier in den Ballermann. Die Muskete, richtig cooles Teil, hat einen ja, sehr, sehr coolen Style. Diese alten Ballermänner, diese, was sind das, so Vorderlader, wirken richtig cool und geben dem Game auch so ein bisschen, ja, so dieses Zeitalter der Musketen halt so richtig, ne? Dass es eben nicht nur Schwert und Schild ist, sondern dass man eben mit solchen Musketen, mit solchen Pulverbüchsen auch hier ein bisschen rumrennen kann. Skaliert mit Geschicklichkeit und Intelligenz. Ich habe jetzt noch vom Bogen alle Punkte in Geschicklichkeit drin. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Gehen wir hauptsächlich halt ne, auf Geschicklichkeit. Ein paar Punkte in Int habe ich ja eh noch drin. So, und von den Talenten her habe ich hier auch schon die ersten Talente verteilt. Auch hier habe ich noch nicht so viel gespielt, ähnlich wie mit dem Bogen. Liegt einfach daran, dass die Munition relativ knapp ist. Gerade am Anfang findet man zwar da in den Startgebieten, bei den Piraten startet man ja in verschiedensten Regionen immer mal wieder so Boxen oder auch direkt so kleine Säckchen von den Piraten bekommt man, wo mal ein paar Schuss drinne sind. Aber im Großen und Ganzen kann man sie sich vielleicht für den Anfang wirklich erstmal sparen, bis man das alles selber herstellen kann. Und dann geht man richtig rein hier in die Musketenskillung und kann dann auch viel besser hochskillen. Ja, wenn man, wie gesagt, so eine Handvoll Schuss hat und ich hatte 100 bis 120 Schuss vielleicht, um auf diese 3 Talentpunkte zu kommen. Das dauert halt eine Weile, bis man diese Schuss zusammengefarmt hat am Anfang. Schauen wir uns mal im Detail die Talente an. Und zwar haben wir hier 2 Trees wieder, Präzisionsschütze und den Fallensteller. Wir sind als erstes hier im Präzisionsschützen drin und starten mit dem Talent Mächtiger Schuss. Füllt die Muskete mit mehr Schießpulver, um mit dem nächsten Schuss 150% mehr Waffenschaden zu verursachen. Sehr gut. Dann haben wir hier als nächstes, auch hier wird die Muskete mit mehr Schießpulver gefüllt, um mit dem nächsten Schuss 110% mehr Waffenschaden zu verursachen und zudem einen Statuseffekt, den Statuseffekt Verbrennung zu verursachen. Mit dem Statuseffekt lösen wir beim Gegner 9 Sekunden lang einen Damage over Time, einen Dot aus, der 20% Schaden pro Sekunde verursacht. Und als letztes haben wir hier die Schützenhaltung. Man kniet sich quasi hin, nimmt eine Schusshaltung ein, um die Schussleistung zu verbessern. Schüsse verursachen 100% Waffenschaden. In dieser Haltung sinkt die Beweglichkeit auf 0. Die Nachladezeit verringert sich um 75%. Die Haltung wird nach 3 Schüssen automatisch verlassen. Auf die Passiven gehen wir jetzt im Detail nicht weiter ein. Auch hier gibt es natürlich Passive, die den Schaden erhöhen. Oder hier zum Beispiel die Haltung wird dann auf 5 erhöht. Also das natürlich auch ganz klassische Crit-passive Talente mit drin. Also, gehen wir mal rein. Wir haben hier die erste Skillung und wir laden unsere Muskete, ja, ich sag mal als erstes vielleicht mit dieser Brandmunition. Jetzt ist das Ding geladen. Man sieht, es leuchtet schon mal ein bisschen. Und dann gehen wir ähnlich wie beim Bogen auch hier mit dem Fadenkreuz wieder. Müssen wir dann zielen, sehen auch, wie viel Schuss wir haben und versuchen auch dann immer wieder hier den Kopf zu treffen, denn da haben wir die Crit-Box. Zack, Headshot plus er brennt. Wir sehen, es dottet jetzt hier die ganze Zeit. Jetzt schießen wir mal normal und nochmal. 3-mal gekrittet und das war's. Also der Brandschuss macht natürlich für den Anfang Sinn. Zack, direkt rein. Jetzt hat er Cooldown. Man kann das natürlich auch so machen, dass man sofort reinlädt.
den Cooldown jetzt abwartet. Also nachdem man geschossen hat, man kann die Waffe auch wegstecken. Zückt sie wieder. Man hat immer noch diese Überladung drin. Jetzt ist der Cooldown wieder ready und man könnte quasi zweimal drauf schießen. Wir schießen einmal drauf. Jetzt hängen wir hier gerade im Boden fest. Und wir versuchen natürlich trotz allem immer den Kopf zu treffen. Guten Tag. Und den letzten. Ja, und da muss ich sagen, dafür sind mir die Muni, ist mir die Muni zu teuer. Da lohnt es sich tatsächlich, und das habe ich auch beim Skillen gemacht. Ich habe in der Regel einmal, zweimal drauf geschossen, habe die angelockt und habe die Finishing Moves quasi dann mit einer anderen Waffe gemacht. Einfach nur, um zu leveln und nicht so viel Munition zu verbrauchen. Denn, wie gesagt, die Munition ist am Anfang, gerade am Anfang, sehr, sehr rar. Ja, 43 Schuss jetzt nur noch und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Gehen wir mal hier in die Schützenhaltung. Da haben wir jetzt 3 Schüsse, die wir absolvieren können. Wir können auch direkt wieder rausgehen mit der F-Taste. Und können zum Beispiel erstmal die Q-Taste laden. Jetzt sind wir überladen mit mehr Damage sozusagen. Gehen jetzt in die Schützenhaltung. Zielen auf den Kopf. Oder wenn er sich gleich umdreht. So. Schön daneben geschossen. Alles richtig gemacht. Laden nochmal nach. Jetzt haben wir hier Cooldown drauf. Ei, ei, ei. Okay. Cooldown wieder ready. Und auf den Kopf jetzt. Jawohl. Nochmal hinterher. Und der dritte. Dreimal geschossen. Wir kommen automatisch aus dieser Schützenhaltung wieder raus. Und können weiter rennen. Für Bossfights sowas ist das natürlich auch interessant. Wenn man dann auf Entfernung ist. Man kann dann das ja auch noch skillen. Dass man dann 5 Schüsse absolviert und so weiter. Aber das sind hier so die wichtigsten Punkte. Hier geht es halt um diese Überladung. Reichweite hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Kriegen wir den da ganz hinten? Jawohl, auch den da ganz hinten kriegen wir angeschossen. Wahnsinnig spannend. Hier muss man natürlich so ein bisschen raten, wo der Schädel ist. Aber ihr seht, man trifft ihn. Oder auch nicht. Und zack, man kann ihn ja so ein bisschen reinrennen lassen, den Gegner. Und schon, na, den machen wir jetzt gleich anders platt. Aber schon. Zack, gehen wir auf die Waffe 2. Ich glaube, er wird sogar zurückgesetzt. Hätten wir ihn mal durchgefinisht. So, ja, soweit zu dem Schützen und ja, und dem ersten Talentbaum. Macht Spaß. Gerade so als Waffe fürs Ranpullen. Und wenn man das vielleicht so als Zweitwaffe auch mit verwendet, gerade eben auch mit diesem Überladen oder mit diesem Dot drauf, dass man wirklich einen Gegner schon mal anzündet auf Entfernung. Zack, er kommt an, verbrennt in der Zwischenzeit und man wechselt vielleicht aufs Beil, kann das Beil nochmal reinwerfen oder man hat schon irgendwie den nächsten Gegner anvisiert und kann dann entspannt zack, 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 mit einem Rapier hier den Finishing Move machen, weil er nur noch halbes Leben hat. So, wechseln wir mal in den zweiten Talentbaum. Im zweiten Talentbaum sind wir dann beim Fallensteller. Wir verteilen mal eben hier die Punkte, weisen sie auch hinzu. Und hier sehen wir dann beim Fallensteller als erstes das Talent Falle. Wirf eine Falle aus, die 20 Sekunden lang anhält. Wird sie ausgelöst, macht sie das Ziel mit dem Statuseffekt festgesetzt für 3 Sekunden bewegungsunfähig. Dann haben wir das nächste, ist die Mannstoppwirkung. Füll die Muskete mit mehr Schießpulver, um mit dem nächsten Schuss 120% mehr Waffenschaden zu verursachen und dein Ziel zum Taumeln zu bringen und es 3 Meter zurückzuwerfen. Und als letztes haben wir hier die Haftbombe. Eine Bombe, die auf kurze Reichweite geworfen werden kann und an allem kleben bleibt, mit dem sie Kontakt hat. 3 Sekunden nach dem Aufschlag explodiert die Bombe und verursacht 175% Waffenschaden. Genau, der Waffenschaden ist dann im Radius von 3 Metern, heißt also auch hier wieder durchaus eine Waffe oder eine Möglichkeit, entweder im PvP in so ein Getümmel mit reinzuwerfen, vielleicht einem Gegner gedeckt aus einem Gebüsch oder aus dem Hinterhalt, zack, der rennt mit seinen Dudes dann zusammen und bam, alle 3 kriegen den Waffenschaden oder mehr.
Ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Wir starten das mal hier jetzt mit, ja, mit der Falle, würde ich sagen. Wir schießen einmal an, werfen dann die Falle entgegen. Er rennt da rein. Wir können ihm nochmal ordentlich einen geben. Macht das Ganze natürlich deutlich entspannter. Und wenn er dann fertig ist mit seinem Gefuchtel hier, fuchteln wir ein bisschen zurück und haben den Finishing Move. Als nächstes gehen wir dann auf die Taste R hier ein. Hier haben wir es. Genau, Mannstoppwirkung. Also auch hier füllen wir wieder ein bisschen mehr Pulver rein. Zack, 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 zack. Das Ganze leuchtet schön. Und wir kneten ihm das schön ins Gesicht. Zack, er wird zurückgekickt. Und auch hier würde ich sagen, machen wir einen Finishing Move. Zack, mit dem Rapier. Schöner, schneller Finisher. Und wir sparen uns dadurch wieder ein bisschen Money. Ja, und das dritte würde ich sagen, da müssen wir jetzt YOLO-mäßig mal wieder rein und ein bisschen was zusammenpullen. Ich ahne schon, wie das wieder enden wird. Aber hilft ja alles nichts. Schönen guten Tag, der Herr. Aufstehen, ist soweit. Mahlzeit. Holst du mich auch noch? Dankeschön. So, wir haben hier unsere vier Internationalen. Und die kriegen jetzt gleich erstmal schön ein mit der Haftbombe versemmelt. So, mal schön zusammen. Zack. Habe ich sie geworfen? Habe ich gar nicht. Oi, oi, oi. Jetzt aber hier. Komm, noch ein Ausweicher. Und noch ein. Jetzt. Oh, ich muss sie auch noch werfen. Und. Bam. Mega der Effekt, oder? Ich würde sagen, uff, für das ganze Geraffel. Und? Bam! Naja, sie ist ja wieder ready. Und? Huch. Haftbombe. Und? Okay, ich glaube, das wird noch ein paar Minuten dauern, bis wir die irgendwie ansatzweise platt haben hier. Überladung rein. Bam! Haftbombe! Oh ne! Ne! Heiliges Blechle, was ein Geraffel! Also ihr seht, eine absolut wichtige und sinnvolle Funktion dieser Haftbombe. Hat für mich auf jeden Fall den Faktor Trollolol. Also den Status hat sie. Hui! Kannst du nicht ausdenken, Alter. Macht überhaupt keinen Schaden, das Ding. Und ich bin auch komplett geskillt auf. Hopp, hier, auf deine drei Dudes. Boom! Ich glaube, das wird nichts mehr. Also, ballern wir sie mal einfach weg. Oder wir nehmen mal den Rapier. Mal eben hier ausweichen. Ratzfatz, so. Und gleich sind wir platt. Wechseln wir nochmal schön auf Fernkampf, bevor wir ganz platt sind. Das war knapp. Ei, 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 ei. Vielleicht kann man es nutzen zum Wegrennen. Ah. Okay, und wir haben es, glaube ich, geschafft. Noch nicht ganz. Falle hinwerfen. Nochmal zielen. Ah, alles richtig gemacht. Und überlebt. Also ihr seht, die Haftbombe grandios. Oder vielleicht doch einfach überflüssig. Und ich glaube, das Ding wird auch nicht wahnsinnig besser. Haftbombe gibt dem Spieler 40 Ausdauer, wenn sie explodiert. Hoppala. Nicht, dass wir hier gleich nochmal angegriffen werden. Gucken wir nochmal eben rein. Und was das letzte, direkte Treffer mit der Haftbombe verringern, verlangsamen, das Ziel für 3 Sekunden. Okay, ich sag mal im PvP vielleicht eine Möglichkeit, den Gegner so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Aber der Burner ist es, glaube ich, nicht. Wenn dir das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.